In den letzten zwei Jahren ist der Stellenwert des Kommunikationsmittels Video sehr stark gestiegen. Sehr viele Abteilungen entdecken diesen Kommunikationskanal für sich und für ihre Produkte. Und dadurch steigen natürlich nicht nur die Anfragen für neue Videos, weil sich das ja jetzt langsam rumspricht, dass man eben einen neuen Kommunikationskanal hat für die eigenen Produkte, sondern auch die Anforderungen. Videos verbreiten Botschaften des Münchner Halbleiterherstellers Infineon im Internet. Sie werden mit einfachen Mitteln und zu geringen Kosten vom Unternehmen selbst hergestellt. Wir haben sogenannte Product-Videos, Product-and-Application-Videos. Da wird sehr stark auf das Produkt eingegangen. Wir haben Technical-Videos, die gehen dann sehr stark auf die Technik ein. Das könnte man auch mit einem Tutorial vergleichen. Produzent Sando Cendelik hat sich ein Produktionsstudio aufgebaut, in dem er die Wünsche seiner internen Kunden bedienen kann. Präsentationen, Videos, Texttafeln und Hintergründe kann er mittels Software automatisiert einspielen. Und dadurch ist es möglich, dass eine einzelne Person, also ein Operator, das gesamte Setting bedienen kann. Die Ergebnisse sprechen für sich. Prinzipiell kann man sagen, dass wir momentan bei 92 Videos auf YouTube zum Beispiel knapp 600.000 Views haben und wir haben ca. 1500 Subscriber, das heißt Abonnenten, die sich regelmäßig auf unserem Channel aufhalten. Ergebnisse, von denen er erwartet, dass sie in den nächsten Jahren noch stark wachsen werden.